So, guten Morgen, neues Video von Savage Scooters. Tja, er steht schon wieder auf der Hebebühne. Warum? Ja, die Kupplung. Ich habe ja ein paar Fahrtests gemacht. Also wir sind so, mit der Frau bin ich so 40, 50 Kilometer gefahren. Und wollte mal testen, mal so ein paar Situationen durchspielen, wie die Kiste sich so auf der Straße macht. Es ist schon sehr schnell, es ist auch sehr gefährlich, wenn man in den falschen Situationen voll ans Gas geht. Klar, 45 PS, die fordern von dir als Fahrer schon besondere Aufmerksamkeit. Was mir unangenehm aufgefallen ist, dass der Wind bei 120, 130 km/h, der Wind echt ein Problem wird. Also ich bin in der Spitze mit der Kiste 159 gefahren, sagt das GPS. Das war hochgradig unangenehm. Ich wollte einfach mal gucken, ob sie bis dahin durchbeschleunigt. Und dabei ist mir aufgefallen, je schneller ich werde, je mehr Gegenwind ich kriege und bei der hohen Motorleistung, die wir haben im vierten Gang, ich fahre ja Nebenwelle Ultra Kurz 4, also Kurz 3, Ultra Kurz 4, was bedeutet, dass die hinten raus im vierten Gang genug Kraft hat, den Roller auch vorwärts zu bewegen. Aber bei dem steigenden Fahrtwind und bei der ja, ganzen Situation Fahrergewicht, ne, ich wiege ja nun auch 100 Kilo, Fahrergewicht, Gegenwind und so weiter, schiebt es dann irgendwann die Kupplung durch. So, das heißt, ich muss die Kupplung ausbauen und muss bei den Federn nochmal nachkorrigieren. Ich hoffe, da ist eine Superstrong verbaut. Ich hoffe, dass die Superstrong-Kupplung das packt mit den neuen Federn. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als auf eine King-Kupplung umzusteigen. Warum habe ich nicht gleich eine King-Kupplung genommen? Weil ich die Superstrong noch da hatte, weil ich das mit der Superstrong mal ausprobieren wollte und weil ich mal sehen wollte, wie sich das mit der Superstrong fährt. Die King-Kupplung hatte ich im vorherigen Motor und das war ein Traum, aber ein Traum, der halt auch sehr teuer ist. Ja, und auch ich habe nicht unbegrenzte Ressourcen, Geldressourcen zur Verfügung. Das heißt auch, ich muss mir meinen ganzen Scheiß hier sehr hart zusammensparen. Und deswegen hatte ich die Superstrong noch da, habe ich die halt genommen. Jetzt werden wir gucken, ob es sie packt. Federn werden wir nachrüsten und dann gucken wir mal, wo wir am Ende des Tages stehen. Also, ja, viel Spaß beim Video. Und weil es so geil ist, werden wir gleich noch einen anderen Auspuff montieren und gehen nochmal auf den Prüfstand und schauen nochmal den Unterschied zwischen einer Resi, Racing Resi an und einer innengedämmten Racing Resi bei meinem Motor. Und ich erhoffe mir und wünsche mir, dass er untenrum einfach nochmal an Drehmoment und an Leistung ordentlich zulegt. Der wird oben raus wahrscheinlich ein bisschen verlieren, nicht so tragisch, aber er wird untenrum hoffentlich gewinnen. Also, wir werden es sehen und gehen auf den Prüfstand. Viel Spaß auf dem Prüfstand. Um es mal festzuhalten, der Auspuff ist leiser als eine Box. Wahnsinn.
So, Läufe fertig. Lasst uns über die Diagramme sprechen. Ich blende euch jetzt mal beide Diagramme ein. Das heißt, der gleiche Motor mit einer innengedämmten Resi und einer nicht gedämmten Resi. Das heißt, einem normalen Resoauspuff. Und das ist ganz interessant, wie ich finde, weil der Roller legt bis zu dem Zeitpunkt, wo die Kurven sich treffen, nämlich bei 7000 Drehungen, legt der Roller im unteren Bereich zu. Und zwar kann ich euch das ganz genau sagen, das sind, gerade mal gucken, 18,8 zu 21 PS. Also, es sind 2,2 PS über die gesamte Bandbreite von 3000 bis 7000 Umdrehungen. Also untenrum ist dieser Auspuff schon mal ein ganzes Pfund stärker in der Leistung. In den Newtonmetern macht sich das bemerkbar, dass ich bei 6000 Umdrehungen 24,5 habe, statt 22,07. Und lasst mich mal gucken. Und bei 4500 Umdrehungen habe ich 23,7 zu 21. Also fast 2,5 Newtonmeter mehr im unteren Bereich bis 7000 und dann obenrum. Das ist das, was der Jürgen sagte. Du verlierst Leistung und zwar etwa tatsächlich 8-10% und das spiegelt es sich auch bei mir wieder. Was ich sehr geil finde, ist, dass der Roller ab knapp 8000 Umdrehungen seine Leistung hält. Ne? Also die PS-Zahl bleibt gleich und die Newtonmeter bauen sich hinten raus ab. Also ich habe ein schönes Plateau bis 10.000, fast 10.500. Also ich habe bei, das muss man sich mal vorstellen, bei 10.500 Umdrehungen immer noch 38,2 PS. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also bei 10.500 Touren 38,2 PS und noch genau 25,5 Newtonmeter. Also der Lautstärkepegel dieses Auspuffes ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem der Resi Originaltüte. Also dieser Auspuff ist so leise, der ist so fantastisch, dass jetzt geht dir das Membranfletschen wirklich auf den Sack. Der Auspuff ist fast nicht zu hören. Also für alle, die eine Resotüte wollen, die deutlich leiser ist als alles das, was sie bisher kannten, besorgt euch die innengedämmte Resi. Ich kann sie euch nur ans Herz legen, dieser Auspuff ist eine Wonne. Ich habe jetzt statt 45 PS, also 44,9, 41,1. Okay, ich habe 4 PS verloren. Ich habe 3 Newtonmeter verloren. Ey Leute, ganz ehrlich, scheiß drauf. Ja? Also, was soll ich sagen? Der Roller ist sowieso schnell, egal in welcher Lage. Dann ist es egal, ob du 45 oder 41 PS hast. Was ich ganz interessant finde, ist, der hat genau seinen Leistungspeak, den Leistungspeak im Drehmoment, genau an derselben Stelle, nämlich bei 7500 Umdrehungen. Identisch. Bei der innengedämmten Resi hat er seine Spitzenleistung hinten raus erst bei 9700. Also da schiebt er hinten raus die Leistung nochmal nach. Ich gucke nochmal nach. Bei 8000, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verguckt, bei 8430 ungefähr. So. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich. Also, der Auspuff ist eine wahre Wonne. Kann man nicht anders sagen. Ich bin happy. Die Kupplung scheint auch nicht mehr durchzurutschen. Das werde ich allerdings erst bei 120, 130 auf der Straße merken, weil dann ist der Gegenwind so stark, dass die Kupplung dann wirklich ackern muss. Wie gesagt, wenn die Kupplung es nicht hält, dann muss eine King-Kupplung rein. Super strong, du kriegst die Chance mit dicken Federn. Ich gehe davon aus, dass sie es halten wird. Wenn nicht, dann nicht. Ja, Fazit. Der Roller ist scheiße schnell, wirklich scheiße schnell. Und ich habe keine Ahnung, ob das alles Sinn macht. Wenn man ehrlich ist, macht das keinen Sinn, aber es ist halt geil zu fahren. Ne? Wenn du eine Vorresoleistung hast von, weiß ich, knapp 20 PS und das Ding hat unten raus schon, wie viele Newtonmeter haben wir da? Lass mal gucken. Schon 24 Newtonmeter kurz nach dem Standgas. Da brauchst du dir über Leistung halt keine Sorgen zu machen. Und dann ist es auch egal, ob du 45 oder 41 PS hast, 39 oder 36 Newtonmeter. Vollkommen wurscht. Also, ich würde sagen, ich bin sehr, sehr happy. Das finale Auspuff-Update ist auch dran. Ich würde jetzt beschließen mit einem kleinen Pörnchen. Und ihr könnt euch das jetzt mal angucken. Ich finde, der Auspuff ist sehr, sehr gelungen. Lieber Jürgen, vielen Dank. Du baust fantastische Auspuffanlagen. Und jedem, ich wirklich jedem, der eine Resi oder eine Resotüte haben will, die leistungsstark ist und die man nicht hört,
kauft euch die innengedämmte Resi. Ich bekomme dafür überhaupt kein Geld. Ich habe den Auspuff genauso bezahlt wie jeder andere auch. Es ist mir scheißegal. Diese Auspuffanlage ist einfach göttlich. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich hoffe inständig, dass das Scooter Center, ich habe dem Ulf schon Bescheid gesagt, inständig, dass das Scooter Center diese Anlage mit ins Programm nimmt. Ihr müsst das machen. Das ist ein Segen für jeden, der eine Tröte fahren will und nicht gleich die ganze Nachbarschaft zusammenschreien will. Leute, in diesem Sinne, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Daumen nach oben, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar und gerne auch ein Abonnement. In diesem Sinne, bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fallt nicht in Schnee.